Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Kein Problem. Alkohol richtet viel an. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie, Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es Sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay. Jetzt soll ich doch nur wieder hoch. Oh Mann, ey. Scheiß Säufer. Warum die hatte das nicht gehört? Oh, schnell weg hier. Komisch, hier kann ich auf einmal wieder schnell rennen. Obwohl hier Schnee ist. Okay, hier ist nicht so viel Tiefschnee. Naja, wenn Connor das kann, und dann lasse ich ihn auch. Und da haben wir einen Biber. Wir töten Justin Bieber! Ach, das ist ein Waschbär. Okay, ich lass dich lieber. Wäre es ein Bieber gewesen, dann bringe ich ihn um. Scheiß auf Justin Bieber. So. Hier kann man eine Abkürzung nehmen, glaube ich, oder? Schwuppdiwupp, zack. Und schon sind wir da. So, dann können wir hier auch gleich rein, oder? Wozu ist denn hier eine Veranda, wenn man hier nicht rein kann? Bäh! So, dann gehen wir hier eben rein. Klopf, klopf, bin zu Hause. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Ach, das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber, vor den Templern, bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Was steht denn da? Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay. Lager. Im Bereich Lager können Sie Gegenstände von den Bewohnern der Siedlungen kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in Ihrem Besitz angezeigt. Ja. Drücken wir mal Drop hier, ne? Ach, das kann ich kaufen. Schön. Dann kaufe ich doch mal 3. Jetzt habe ich Eichenholz gekauft. Das Lager enthält nun Eichenholz. Drücken Sie 2, um Sexy Julia abzurufen. Drücken Sie die Nummer 3, wenn Sie dieses Telefonat sofort beenden möchten. So, und hier gibt's sonst nichts mehr, oder? Herstellung. Ah, da steht's doch. Ey, krass, Digga. Um das Handelsmenü. Ah ja. Aha. Mhm. Konvoi. Ressource auswählen. Aha. Konvoi schicken. Bam. Ah, so geht es also. Interessant. Volle Synchronisation. So müsste das sein, meine Freunde. So gehört sich der Mist auch. Danach verging die 6 Monate später. Tage des Lernens, des Trainings.
und der Arbeit verschwamm. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Tja, so muss das auch sein, ne? Also wenn du nicht heranwuchsen würdest, dann wäre was mit deinen Genen falsch, ne? Ich meine, jeder wächst ja mal. Naja. Außer der Benny aus meiner Klasse. Schönen Gruß an dich. Also ihr müsst wissen, ich bin ja momentan in der 9. Klasse und der Benny, wie ich eben gerade erwähnt hatte, der ist noch etwas kleinwüchsig, muss ich schon sagen. So, jetzt gehen wir mal hoch. Sehr schön. Oder runter in dem Fall. Oh, oh, da hat sich eine Brücke gebaut, der Hund. Cool. Das habt ihr aber ganz schön gut hinbekommen. Da muss ich hin. Ja, dann gehe ich mal da hin. Die Aquila muss auf Martha's Vinhard mit Kanonen und den entsprechenden Kanonenmastern ausgestattet werden. Diese Maritime-Mission starten. Das checke ich nicht. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, 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 nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Gut zu wissen, dann werde ich mal auf einer Yacht auch mit dem rechten Fuß erst vorgehen. Sie ist solide. Ei! Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Okay. Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Yeah. Connor, der und Pirat. Ahoi! In die Wanten! Und nicht einschlafen! Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlen! Schrei doch nicht so! Oh, Manometer, ey. Dann kriege ich jetzt endlich mal meinen Anzug hier für Assassinen-Dingsbums. Mich echt mal interessieren. Ostküste 1773. Jo, ho, steht beisammen. Doch wir sterben nie. Jo, ho, zugleich ist die Flagge, zeigt sie. So, yeah, jetzt darf ich nur rudern. Ach, wirklich? Au, sie hat mich gebissen. Okay. Und jetzt? Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in See hinein. Halbes Segel. Oh. Yeah. Oh, fuck. Fühlst du es, Junge? Ja, ich fühle es. Setz sie beißt Kurs mich. Dort finden wir unsere Kanonen. Ach, da langsam mal. Okay. Sie ist ein Bett. Hart, Steuerbord oder Backbord, da kenne ich mich nicht aus. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser. Bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze Mann, ist das Segel, geil. Achtung, großes Stück Boot kommt auf Segel. Euch zu. Volles Segel! Ach du Scheiße, jetzt geht's noch schneller. Oh, je, 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 je. Ich sag's euch, Leute. Wir kacken sowas von ab. Aber das macht Spaß, Leute. Hi, Leute, hier ist Patilami. Man nennt mich auch Blackbeard, der Pedopirat. Sei wachsam, Connor. Höhengewinde sind schwer zu meistern.
Trefft die Segel! Trefft auf halbe Segel! Macker! Der Wind will mich verarschen! So, macht da eh ganz schön Spaß, muss ich schon sagen. Ah, und schon ist das Ding wieder vorbei. Das ist wie in der Fahrschule. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Ach, gar nicht wahr. Wenn du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Keine Schäden erleiden. Ja, vor mir ist ein Boot. Das ist nicht so schnell. Oh, wo ist es schneller wie wir? Oder ich sag's euch, Leute, das macht so Spaß, ey. Vor allem die Location. Ja. Wir rammen uns den Weg frei. Die kleinen Deppen da, die machen ja nichts. Na, okay, singen können sie. Ahoi, Landratten! The Yellow Submarine! Volles Segel! Uiuiui! Okay, halbes Segel. Halbes Segel! Eigentlich wollte ich gerade den Typen da vor mir überholen, aber der Typ, der ist ja sau langsam. Yo ho, yo ho! Wer ist denn hier? Niemand. Okay. Wer singt ihr dann so? Volles Segel! Gib Gummi! Alle Segel! Oh komm, jetzt ist der uns. Jetzt. Oh, der vor uns ist voll ein Arsch. Oh, Junge, Junge, Junge. So. Jetzt hätten wir dann. Volle Kraft voraus! Yeah! Okay, jetzt sollen wir da rüberziehen, glaube ich. Wir sind bald da. Okay. Das ist wie in der Fahrschule. Yeah! So, jetzt wünsche ich mir mal von meinem Papa zu Weihnachten auch ein Boot. Geht auf halbes Segel! Langsamer werden! Halbes Segel! Ey, ich schwör's, wenn der jetzt mir meinen Parkplatz nimmt. Dann da verstehe ich ja keinen Spaß. Yeah! So muss das gehen. Meine Fresse, ist das geil. Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Ach, das ist doch die wie... Ach Gott. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Mhm, auch dich wieder zu sehen, ne? Nach Haven und so. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, gar keine. Wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Ja, gut gesagt. Dirk hier ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Ja, warum? Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Arme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Ja, Bobby, ja. Nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Hm, der Typ ist böse, den mag ich nicht.